Das heutige Video wird euch gesponsert von Eneba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt ja gestern von mir die im Prinzip brandneuesten ersten Infos, alles was ich so zusammenfinden konnte, erfragen konnte, zur Kampagne bekommen. Und heute will ich euch alle bestätigten Sachen zum Multiplayer erzählen und zwei extrem krasse Gerüchte. Ich werde aber auch ganz genau darauf eingehen, was wirklich nur Gerücht ist und was wirklich bestätigt worden ist. Seitens von Activision, seitens von Infinity Ward, da gibt es ja verschiedene Quellen. Ich werde nicht jede einzelne Quelle jetzt hier aufzeigen oder sagen, wo ich sie her habe. Insgesamt kann ich euch aber sagen, das Ganze läuft am einfachsten, wenn ihr mir auf Twitter folgt. Da retweete ich nämlich auch immer das, was interessant ist. Und aktuell bin ich dabei, genauso wie ihr, einfach alles rauszufinden, was ich kann, weil der Trailer war, glaube ich, für alle von uns extrem krass. Ich bin extrem wirklich gehypt. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir dieses Jahr in eine richtige Richtung gehen. Und ich werde euch jetzt alles erzählen, was über den Multiplayer mittlerweile wirklich bekannt ist und worauf wir uns freuen können. Und das allererste, was viele wirklich freut und vielleicht auch verängstigt, wir werden Crossplay haben. Das heißt, PlayStation 4 kann zusammen mit Xbox und PC in derselben Lobby gegeneinander spielen. Und viele haben sich jetzt schon in den Kommentaren beschwert, ich habe es gesehen und auch bei Twitter, dass es ja unfair sei, weil PC-Spieler mit Maus und Tastatur einfach einen extremen Vorteil haben. Das ist definitiv so, aber Infinity Ward hat gestern bereits in einem kleinen Artikel dazu bestätigt, dass es so sein wird, dass Xbox- und PS4-Spieler ganz normal gegeneinander miteinander zocken können. Es werden die Azure oder Acer-Server von Microsoft dafür benutzt. Das heißt, es gibt da schon seit längerer Zeit ein Abkommen. Das sind wirklich sehr, sehr stabile, neuwertige Server von Microsoft, auf denen wir PlayStation 4-Spiele dann auch spielen können. Das bedeutet, es ist zumindest schon mal sicher, dass wir die gleichen Server haben. Es wird kaum Lag-Switches dann geben. Die Call of Duty-Server, die wir aktuell haben, zum Beispiel bei Black Ops 4, sind ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, desaströs schlecht. Wie das mit den PC-Spielern dann genau wird und dem Party-System kann ich aktuell noch nicht sagen. Ich kann euch aber eins sagen und zwar beruhigen. PC-Spieler werden nur mit PlayStation und Xbox-Spielern zusammenspielen können, wenn sie einen Controller angeschlossen haben. Irgendwie wird es da eine Software für geben, die es überwacht. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ich bin kein Spieleentwickler. Das wurde aber schon Exclusive Ace auf der Präsentation bei Infinity Ward bestätigt. So, dass man die Möglichkeit hat, wenn man einen Controller am PC angeschlossen hat, mit Konsolenspielern zusammen zu spielen. Wenn man Maus und Tastatur angeschlossen hat und damit Call of Duty zocken möchte, hat man die Chance nicht. Das heißt, wir PlayStation-Spieler, Xbox-Spieler sind nicht klar im Nachteil. Dann wird es auch hoffentlich endlich ein Ende der Diskussion geben, welche Konsolenspieler besser sind, PlayStation oder Xbox. Diese Diskussion gibt es ja schon seit Jahren und ich als PS4-Spieler sage natürlich, PS4-Spieler sind besser. Aber um ganz, ganz ehrlich zu sein und Spaß beiseite, ich freue mich einfach mit vielen Abonnenten und mit vielen Freunden, die ich habe, endlich entspannt gemeinsam zocken zu können, aus dem einfachen Grund, dass wir das bisher nicht hatten. PlayStation und Xbox-Spieler konnten sich zwar das gleiche Gameplay angucken, aber auch nur über YouTube. Man konnte nicht zusammen zocken, kann gar nichts, das geht jetzt endlich. Dazu kommt, was ich glaube, alle Black Ops 4-Spieler freuen wird, es gibt keine Spezialisten. Es gibt verschiedene Operator, die habe ich euch hier auch einmal eingeblendet. Diese Operator sind Cosmetic Only. Das heißt, die haben keine Spezialfähigkeiten, keine Primärfähigkeiten. Die machen die Waffen nicht besser, nicht schlechter, sondern ihr könnt aus tausenden verschiedenen Möglichkeiten wählen, wie ihr die Schuhe anpassen wollt, wie das Gesicht aussehen soll, wie die Masken aussehen sollen. Alles im realitätsnahen Sinne, so dass man wirklich ein modernes Modern Warfare hat und nicht irgendeinen futuristischen Kram. Auch da wirklich, Gott sei Dank, keine Spezialisten mehr. Die Operator, die könnt ihr auch so mit den Waffentarnungen teilweise, wenn ihr es jetzt vorbestellt, für, ich glaube, 80, 90, 100 Euro oder mehr, dann sind die damit bei, aber es ist Cosmetic Only und damit kann ich wunderbar leben. Dazu, wenn ihr das unten gesehen habt, da steht ja auch, es gibt verschiedene Waffenvarianten. Diese Waffenvarianten werden die gleichen Stats haben wie im Prinzip die Standardwaffe davon, mit dem Unterschied, dass Infinity Ward und Activision sehr viel Geld dieses Jahr nicht mit dem Season Pass verdienen werden, der, Überraschung, es gibt keinen Season Pass diesmal, der ist komplett raus, es gibt diesen Season Pass mit Maps nicht. Alle Maps, die in Modern Warfare neu in das Spiel kommen, sind für alle Spieler
gleichsam verfügbar. Das heißt, man hat endlich nach Black Ops 4, und ich habe eigentlich schon gedacht, dass sie dieses Jahr damit aufhören, nach Black Ops 4 eingesehen, dass der Season Pass überholt ist, dass er keinen Sinn macht, dass er kein Geld generiert. Ich glaube, die Verkäufe dieses Jahr waren so niedrig wie nie zuvor und viele haben sich den Season Pass vorher gekauft, weil sie dachten, es gibt richtig was dafür. Wir werden also den Content umsonst bekommen und das Geld, was sie damit sozusagen nicht einnehmen, werden sie einfach mit diesen verschiedenen Waffenvarianten einnehmen und verschiedenen kosmetischen Dingen. Und das, finde ich, ist ein perfektes System. Wer eine geilere Waffenvariante haben möchte, kann sich die dementsprechend kaufen. Ich weiß nicht, wie viel sie kostet am Ende. Ich werde mir mit Sicherheit auch mal welche gönnen, allein weil ich keinen Season Pass brauche und weil ich nur das Spiel kaufen muss und sofort spielen kann. Es wird frei verfügbare, kostenfreie Teile geben in Modern Warfare. Es gibt aber keine Bestätigung, was. Also ob es ein Spec Ops umsonst gibt oder ein Battle Royale Modus, der vielleicht umsonst ist. Oder das auf jeden Fall nur eine Bestätigung. Es wird etwas umsonst geben, aber ich kann euch nicht sagen, was. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass man sich bei Activision oder Infinity Ward Gedanken gemacht hat, in vielen COD-Spielen, die wir bisher hatten, das jetzt auch bestätigt, was jetzt kommt, war es leider so, dass man immer das Gefühl hatte, man kauft ein Spiel und hat im Prinzip drei Teile. Bei Black Ops 4 zum Beispiel, ich glaube, in keinem anderen Spiel hat man mehr das Gefühl, dass man drei einzelne Teile hat. Blackout, was kaum was mit Multiplayer wirklich irgendwie direkt zu tun hat, außer dass man die gleichen Spezialisten und Waffen nimmt. Dann Zombies, das hat irgendwie mit dem Multiplayer gar nichts zu tun. Und der neue Multiplayer oder normale Multiplayer. Jetzt wird es so sein, wenn ihr in der Kampagne eine Waffe hochspielt oder ein Operator, das heißt einen von euren Charakteren, dann wird dieser Fortschritt auch im Spec Ops und im Multiplayer mit drin sein. Das heißt, wenn ihr eher Kampagnenspieler seid, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, nach 4 Stunden Kampagne in den Multiplayer zu hoppen und im Multiplayer mit der Waffe, die ihr gerade vielleicht die ganze Zeit hochgespielt habt, lasst es die MP5 sein oder was weiß ich, welche Waffen es da gibt, die AK haben wir ja im Trailer gesehen. All diese Sachen könnt ihr dann im Kampagnenmodus für die Multiplayer freischalten oder im Multiplayer hochleveln und dann in die Kampagne hoppen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das wird dafür sorgen, dass sich das Ganze als ein Spiel anfühlt und nicht drei verschiedene. Das ist auf jeden Fall 100% bestätigt, davon könnt ihr ausgehen, das wird so kommen. Was wir jetzt, und das ist wirklich, ich sag mal vorsichtig genannt, kritisch sehen, es gibt ein Gerücht, ein extremes Gerücht, das ist weder bestätigt, noch ist es irgendwie konfrontiert worden, noch weiß man, was man davon halten kann. Aber so wie die Gerüchte, und es kommt aus verschiedenen Quellen, aktuell aussehen, wird es so sein, dass wir im Modern Warfare Multiplayer keine Minikarte, also kein Radar mehr haben. So wie es aussieht, muss man, das ist nur ein Gerücht, Leute, ich habe es auch heute zum ersten Mal gehört, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Aktuell würde ich sagen, wäre ich dagegen, wenn es denn kommt. Ihr habt keine Minimap mehr, so wie es im Prinzip in Hardcore auch normal ist, sondern ihr müsst euch erst eine Drohne erspielen, damit ihr diese Minimap sozusagen bei euch aufblinken habt. Was ich davon halten soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aus dem einfachen Grund, dass ich der Auffassung bin, ja, man sollte immer realistischer werden können, gerade in dem Modern Warfare Teil, wo es einfach um moderne Kriegsführung geht, aber am Ende sollte man eins nicht vergessen, wir sind hier immer noch bei einem Call of Duty, wir spielen hier Krieg, aber es ist nicht der richtige Krieg, ansonsten müsste man ja auch mit einer Kugel im Prinzip immer umfallen, also es ist nicht bestätigt, macht euch da noch keine Sorgen, ob das jetzt stimmt oder nicht, ich würde einfach mal abwarten, weil wenn wir uns insgesamt angucken, was wir hier im Multiplayer bekommen werden, auch die Anzahl an Waffen, die wir bekommen werden und wie realitätsnah es sein wird, dann bin ich der Auffassung, haben wir auf jeden Fall gute Karten. Eine gute Info für alle von uns, die Ground War, also Bodenkrieg, gefeiert haben in den früheren Teilen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich bei Bodenkrieg, das gibt es in Black Ops 4, aus welchem Grund auch immer noch nicht. Da brauchen sie anscheinend noch ein paar Monate für. Sollten jetzt nur schnell machen, weil ich kann euch eins sagen, ab dem 25.10. werde ich wahrscheinlich nie wieder Black Ops 4 spielen. Es wird so sein, dass wir zwischen 2 und 20 Spieler auf der Karte haben können. Das ist für mich schon mal die Bestätigung auf jeden Fall, Bodenkrieg wird von Anfang an zurückkehren. Anders als früher, aber nicht mit 18 Spielern maximal, sondern tatsächlich mit 20 Spielern. Da bin ich wirklich begeistert von. Bodenkrieg, finde ich, ist eine wirklich coole Idee. Dazu wurde uns versprochen, werden wir Modis bekommen, die wir in Black Ops 4 aktuell nicht haben, die wir aus vergangenen kennen.
Zum Beispiel aus Black Ops 3. Also Capture the Flag wird wieder mit dabei sein. TDM suchen, zerstören, Herrschaft ist sowieso klar. Es wird Demolition wieder geben. Das heißt, ihr habt im Prinzip zwei Bombenorte. Ist ja eine Mischung aus ja, TDM und suchen, zerstören, würde ich jetzt vorsichtig sagen. Ihr könnt die Bomben immer wieder entschärfen und neu legen. Das kriegen wir auf jeden Fall auch mit dazu. Das finde ich sehr, sehr cool. Es wird, glaube ich, ein sehr breit gefächertes Modern Warfare und ich bin mir relativ sicher, zum jetzigen Zeitpunkt von dem, was wir gehört haben, dass wir ein hervorragendes Jahr vor uns haben werden. Ein hervorragendes Jahr, vieles von dem, was wir uns, glaube ich, als Community seit vielen Jahren wünschen, wird endlich in Angriff genommen. Die nagelneue Engine, an der Infinity Ward jetzt fast 5 Jahre haben sie bestätigt. Sie haben 5 Jahre daran gearbeitet, haben Unterstützung bekommen von Treyarch, von Sledgehammer. Activision hat kleine Unterstudios mit hinzugefügt, damit diese neue Engine endlich ins Spiel integriert werden kann. Und wir werden jetzt die nächsten 5, 6, 7 Jahre auf jeden Fall die CODs basierend auf der jetzigen Engine sehen. Wann der erste Multiplayer-Gameplay-Trailer, Multiplayer-Footage irgendwie zu sehen ist, ist leider nach wie vor nicht bewusst. Es gibt dazu noch keine Infos. Einige Leute sagen, sie können sich vorstellen, jetzt auf der E3-Messe in Los Angeles. Ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube eher, dass die E3 dazu genutzt wird, ein bisschen von der Kampagne zu zeigen und vermute einfach, dass wir dann irgendwann spät Juni, vielleicht im Juli, das erste Mal Infos zum Multiplayer bekommen. Exclusive Ace hat selbst gesagt, er hat natürlich mit allen Leuten, die beim Infinity Ward dabei waren, bei dem Event gefragt. Sie haben aber absolut keine Info bekommen. Das heißt, das ist auch nur Spekulation von mir. Könnte im Juli sein, könnte im August sein. Es gibt genauso wenig Infos zu einer Beta aktuell, was ich euch nur empfehlen kann. Wenn ihr es euch vorbestellen wollt, ihr habt 2 Optionen. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, bestellt über meinen Link unten in der Videobeschreibung, aber jetzt kommt das große Aber, noch nicht bestellen, auch wenn das absolut ehrenvoll von euch ist. Das Problem ist, Amazon ist letztes Jahr mit Black Ops 4 sehr langsam gewesen und ich persönlich habe zum Beispiel im PlayStation Store vorbestellt und konnte die Beta ab der ersten Sekunde spielen und konnte das Spiel am ersten Tag sofort zocken. Eine Stunde nachdem es einige bei GameStop gekauft haben, aber das machte mir nichts. Die bei Amazon bestellt hatten, mussten teilweise 1-2 Tage noch warten. Deshalb, wenn ich ehrlich bin, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr es vorbestellt, dass ihr es über einen meiner Links unten macht für Amazon. Aber meine ehrliche Einschätzung, macht es ansonsten, wenn ihr nicht unbedingt einen Tag warten wollt, nur auf Nummer sicher, macht es über den PSN Store. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch alle Infos so schnell und klar rübergebracht, wie es ging. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was tatsächlich ist und was bisher nur noch nicht bestätigt wurde. Lasst eine positive Bewertung da, ich würde mich riesig drüber freuen. Ich bin raus, haut rein.